So. Hi. Es geht weiter. Zweite Runde. Zweiter Teil. Alle Plätze. So, Akkuladegerät ist auf jeden Fall an. Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt schon ein bisschen gesprochen auch. Und ja, für mich gehört es jetzt halt weiterhin. Ich habe ja erzählt, dass ich mich neu gebäre gerade und dann war ich schon im Geburtskanal, da fing alles so ein bisschen an und jetzt ist es halt die Gedanken von einer Glatze hatte ich die ganze Zeit schon und heute war der Impuls so, wusch, du musst eine Glatze machen, weil eine Glatze hatte ich auch noch nicht und das ist für mich dann ein ganz neuer Anfang, weil dann sind alle Haare weg. Und dann können alle echt ganz gemütlich neu wachsen und dann kann ich mich neu entfalten in allen Sachen, wie ich dann echt möchte. Und dann habe ich echt alles fast durch. Dann kommt vielleicht noch Dauerwelle oder so, aber man weiß ja nie, ne? Ich möchte nie sagen. Gut, ich mache da mal wieder Ayo an und werde ein bisschen jetzt genießen und einfach meine Haare abschneiden, abrasieren. Ich nehme euch mit. Vielleicht möchtet ihr auch mal eine Glatze euch machen und es zeigt auf jeden Fall von Mut. Und ich merke, dass ich immer mutiger werde und auch dann einfach so Sachen mache oder nach meinem Impuls gehen, weil mein Impuls hat gesagt Glatze. Und ich gehe nach meinem Impuls. I love you. I love you. I'm begging.
Mich gesehen jetzt mit Glatze. Ja, eine neue Frisur für kurz mal eben mal wieder was Neues ausprobiert. Ja, ist schon ein bisschen aufregend jetzt so halt, ne? Aber ich werde
ich werde es überstehen und ich werde es überleben. Es war aber wichtig für mich jetzt, das zu machen, weil ich habe es noch nie gemacht und es ist irgendwann immer das erste Mal und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir nochmal Glatze mache, aber man weiß ja nie, wie es ist. Auf jeden Fall, jetzt geht es in Richtung, richtig mich zu gebären. Ich nehme mir die Freiheit, mich zu gebären. Und das tue ich jetzt und in diesem Moment. Und es ist wunderschön. Und wie ich jetzt aussehe, naja, so ist es halt. Und es ist Zeit, auch damit klarzukommen. So wie mit allem anderen, was um einen so herum passiert. Es ist die Aufgabe eigentlich mit allem und mit allem, was kommt, auf einen zukommt, wer da kommt. Es ist egal, was es ist, einfach klarzukommen. Und einfach es vielleicht auch anzunehmen. Genauso wie es ist. Und alles eher in Liebe zu sehen. Ja. Ich mache das übrigens keinem jetzt nach oder ich stapfe jetzt in irgendwelche Fußstapfen von irgendwelchen Menschen, die sich öffentlich eine Glatze machen lassen haben. Es ist mir egal. Ich mache das für mich, weil ich mich selbst gebären möchte. Und das ist jetzt ein Schritt dazu. Ja. Ich habe es getan und ich freue mich. Es ist wieder ein Zeichen von mir, immer mutiger zu werden und wirklich immer mehr das zu machen, was mein Inneres auch wirklich sagt zu mir und ja, dass ich das halt auch lebe. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend und seid mutig. Tschüss.